Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich habe überlegt, was mache ich für ein Thema? Frühling, Frühlingsgefühle, Frühjahrsmüdigkeit hatten wir. Ja, die Ausschüttung von Glückshormonen, das Kuschelhormon. Und schon kommen wir zu den Singles. Die armen Menschen, die da niemanden haben zum Kuscheln. Ja, also Single sein. Der Zug mit den Männern ist wohl abgefahren. Genau, das ist eigentlich ein schöner Satz. Der Zug mit den Männern ist abgefahren. Also ich bin ja noch nicht der einzige Single auf dieser Welt mit also 50 plus und noch älter. Jetzt so kurz vor meinem Geburtstag stellt sich die Frage, wie geht denn das eigentlich weiter? Vermisse ich was? Also irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange alleine bleibe, obwohl ich natürlich auch nichts dazu beigetragen habe, dass sich das ändert. Also das heißt, ich war auf keiner Plattform. Doch ich war mal ganz kurz auf einer Plattform, 2 Tage, habe das Geld wieder zurückbekommen, weil irgendwie, das ist nichts für mich. Ich war da wohl auch ein bisschen zu faul und ich fand das zu anstrengend. Was ich so gehört habe von Freundinnen und Bekannten und auch von euch hier, ich habe da einige sehr süße Zuschauerinnen, tolle Frauen, wie ich finde, also von den Fotos und von den Gesprächen, die man hat oder von der Konversation, die man geführt hat, die auch nach jahrelanger Suche im Netz wieder alleine sind und man immer wieder die gleichen Kandidaten dort findet, also ne, die da angemeldet sind. Ich glaube, und das geht ja nicht nur uns Alten so, ich sag das einfach mal so, auch die jungen Menschen haben Probleme, jemanden kennenzulernen. Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Und ich habe nicht gedacht, dass ich bin über 5 Jahre alleine, also ohne Partner. Das ist schon ganz schön lang. Jetzt bin ich schon wieder fast 4 Jahre hier. Frankfurt, ich hatte ja so eine Bekanntschaftsbeziehung, Freundschaftsbeziehung oder Freundschaft plus Beziehung fernbeziehungsmäßig. Das war ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, was möchte ich? Möchte ich sowas nochmal? Ja, also irgendwie schon. Wisst ihr, was ich möchte? Wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir jemanden, der Humor hat, der ein Herz aus Gold hat, der lustig ist. Es schließt ja Humor mit ein. Ehrlich ist, da geht schon mal los, schon mal viel zu viel. Gepflegt ist. Gepflegt sind, finde ich, ganz wichtig. So ungepflegte ältere Herren. Gerade wir Frauen, wo wir so viel Wert auf gepflegt sein und Schönheit legen und uns immer irgendwie optimieren. Ja, also es geht los mit den Zähnen, dass nicht die Haare aus den Ohren wachsen, aus der Nase, dass die Fingernägel gepflegt sind und so weiter. Ja, dass der vernünftig essen kann. Also man sieht ja Sachen, wenn man so unterwegs ist und denkst, um Himmels Willen, nein, 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 das möchte ich nicht. Ja, so, jetzt find mal so jemanden. Apropos, es ist möglich, so jemanden zu finden. Ich habe tatsächlich so jemanden, ich spreche jetzt mal so in Deutsch, so jemanden getroffen, gefunden. Oder wir haben uns gefunden, haben uns zufällig nach Monaten wiedergesehen. Da dachte ich mir, nee, das kann kein Zufall sein. Und es hat sofort irgendwie so gefunkt. Und da war so eine, wisst ihr, so ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann, was einfach da ist. Aber leider für mich, da war kein Platz in diesem Leben des Herrn für mich. Also blieb es dabei, dass man sich mal gesehen hat, mal unterhalten hat und festgestellt hatte, ja, es soll wohl nicht sein. Aber wisst ihr, was mir das gezeigt hat? Dass man, auch wenn man jahrelang ohne Partner war, dass man sich wieder verknallen kann. Dass das Herz wieder bum, bum, bum macht, dass man so Schmetterlinge im Bauch hat, dass man sich so leicht fühlt, dass man so rumgiggelt wie so ein junges Ding. Ne? Also das ist möglich. Selbst
im Alter. Und diese Suche geht ja ständig weiter. Ich gucke gerade so eine Serie auf Netflix, Grace and Frankie. Ich meine, die Frankie ist ein bisschen nervig, also mit Jane Fonda und dieser Lily Tomlin. Und die sind über 70 und die erfinden sich auch nochmal völlig neu. Also die sind zwei Ehepaare, stellen dann fest, dass die Männer schwul sind, heiraten die Männer und die beiden Frauen ziehen notgedrungenerweise zusammen, werden auch natürlich Freundin, aber ohne, dass sie eine Beziehung miteinander führen, außer einer freundschaftlichen. Und da geht es eben auch um die Partnerschaft. Also man ist jetzt nicht so ein Auslaufmodell, wenn man mit 50 plus Single ist und noch niemanden hat. Wisst ihr, manchmal geht das Leben eben so Wege, die unergründbar sind, die man vorher nicht weiß, weil das Leben versteht man immer erst rückwärts und leben muss man es vorwärts. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Also ne, viele Dinge versteht man auch erst im Nachhinein. Aber in dem Moment, wo man sie tut, zum Beispiel als ich mich habe scheiden lassen, dachte ich, das wäre richtig. Ganz ehrlich, nochmal jemanden zu finden, mit dem man so eine klitzekleine Vergangenheit dann hat, also von so ein paar Jahren, das ist doch wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Und es ist so schön, mit jemandem eine gemeinsame Vergangenheit zu haben, Kinder großzuziehen. Also nochmal, ich bin geschieden, habe drei Kinder großgezogen in Patchwork, einen eigenen, zwei in Patchwork. Und es war eine wunderbare Familie. Die Ehe war eigentlich auch wunderbar, solange sie ging. Und dann hörte sie auf. Ich bin damals rumgelaufen mit so Illusionen im Kopf. Mit absoluten Illusionen im Kopf, was da noch hätte sein können. Und das Leben hat mich eines Besseren belehrt. Und da kann man sich noch so viel vornehmen und was wir so alles auf Instagram sehen, was wir uns alles herbei wünschen sollen. Man muss nur die Kraft des positiven Denkens, bin ich auch voll dabei. Aber ganz ehrlich, die Realität ist oft anders. Da kannst du dir noch so viel wünschen, passiert einfach nicht. Es ist, wie es ist und da muss man mit klarkommen. Also was ich so vermisse, nicht, dass da jemand, keiner in der Wohnung ist, nee, sondern dass da keiner ist, der sich um einen sorgt, der sich so Gedanken macht oder dem es wichtig ist, dass es dir gut geht, ob du gut irgendwo angekommen bist, mit dem du Sachen unternehmen kannst, der fragt, wie geht's dir? Und das Wichtigste ist, glaube ich, die Umarmung, also diese Nähe, dieses Kuscheln, dieses, klar, Sexualität ist auch ein Thema, weil wir sind ja nicht aus Stein, ne? Wir Menschen sind doch nicht dafür gemacht, alleine zu sein. So, was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Macht man so ein Besser-als-nix-Ding? Sagt ihr es mir. Also nicht die Frauen, die verheiratet sind. Ich habe hier sehr viele glückliche Ehefrauen auf dem Kanal. Euch meine ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, toll. Aber es gibt eben auch uns. Sind wir jetzt die übrig gebliebenen? Sind wir die, die keiner will? Sind wir die Sitzengelassenen? Sind wir die Unscheinbaren? Sind wir die Traurigen? Nee, das reden wir uns nicht ein. Jeder Lebensweg ist anders und man weiß das, wie gesagt, nicht vorher. Und man kann nur das Beste daraus machen. Also ich habe immer gedacht, oder ich bin der Meinung, dass so nicht jetzt, dass da einer angeritten kommt auf dem weißen Pferd. Ich meine, der würde heutzutage kommt vielleicht einer auf so einem alten Klepper an. Ja, nee, man ist ja keine 20 mehr. Aber ich dachte mir, das muss doch möglich sein, dass man offline jemanden kennenlernt. Und die Welt hat sich so schnell verändert und durch Corona hat sich noch mehr verändert, ja. Dass so vieles eben nur noch über dieses Ding da geht und die Menschen sich nicht mehr angucken, die laufen in dich rein, die glotzen nur auf das Handy, ob das eine Mutter mit ihrem Kind ist, ob das Kinder selbst sind, egal wer, die Leute rennen mit dem Handy. Es wird die Außenwelt nicht mehr wahrgenommen. Aber was ich toll finde, dass es Aktionen gibt, habe ich heute Morgen gehört, in Bremen, oder war das Bremerhaven, und zwar so eine Supermarktkette, die haben pinkfarbene Einkaufskörbe ins Programm genommen und haben da so eine riesen Informationstafel aufgebaut. Also wir, was weiß ich, Tinder und diese ganzen Plattformen AD, wir machen das jetzt hier mit dem pinkfarbenen Einkaufskorb. Wer diesen Einkaufskorb nimmt, das ist wie beim Dirndl mit der Schürze und der Schleife.
ist an einem Gespräch interessiert. Ja? Also jetzt nicht unbedingt eine Partnerbörse, aber früher haben wir die Menschen auch miteinander gesprochen, wenn sie einkaufen waren in Frankreich oder in anderen Ländern, wo noch Markt ist, hier ist es nicht mehr auf dem Markt, dass man dann miteinander so in so einen Smalltalk kommt. Also wenn man jemanden sieht mit so einem Einkaufskorb, so einem pinkfarbenen, aha, weiß man Bescheid, der oder diejenige ist gesprächsbereit, die ist vielleicht offen für eine Begegnung, für ein Treffen oder so, finde ich toll. Sollte viel mehr gemacht werden, es sollte viel mehr, darauf plädiere ich, es sollte viel mehr offline getan werden, für Menschen, für Begegnungen. Nicht erst im Altersheim, jetzt. So, wie machen wir das jetzt mit den Kerlen? Wisst ihr, was das einzig Tröstende ist, dass man nicht alleine ist? Man braucht nur Fernsehsendungen zu gucken, Filme zu gucken. Oder die letzte, Just Like That, also die Fortsetzung von Sex and the City. Da sind ja die Mädels auch älter jetzt, 50 plus und noch ein bisschen älter. Die auch nochmal auf einmal entdecken, ja, was ist denn jetzt? Ihr Leben nochmal umkrempeln. Also deswegen möchte ich auch so öffentlich hier darüber sprechen. Und ihr Mädels, die Singles seid, schämt euch nicht. Ich finde, wir Singles sind großartig. Weil das Leben als Single zu meistern ist so anstrengend. Das ist kein Zuckerschlecken. Weil man ist für alles alleine verantwortlich. Für jede Entscheidung. Für alles, was man so bezahlen muss. Das Leben ist auch teuer als Single, ja. Und vor allem die Entscheidungen, die man ständig trifft, wo man sich nicht absprechen kann. Wo man dann auch die Verantwortung alleine trägt. Das ist anstrengend. Und deswegen finde ich, haben Singles ganz, ganz viel Respekt verdient, Achtung verdient und nicht, die ist ein Single, die will ja keiner oder so, oder der, Wisst ihr, das ist total überheblich, arrogant und böse. Weil, wenn man plötzlich alleine ist, dann hat das ja einen Grund gehabt, egal wer nun gegangen ist. Und wir alle machen Fehler, das ist nichts Verwerfliches, nichts Schlimmes im Leben. Wir machen Fehler, lernen vielleicht aus diesen Fehlern und haben vielleicht auch oft nicht das Glück, dass man also am richtigen Ort ist, zur richtigen Zeit ist und dort den richtigen Menschen trifft. Das ist auch oft eine Glückssache oder eine Sache, die forciert wird von anderen, dass Menschen zusammengebracht werden, ja. Ach, ich sag's euch, das ist gerade jetzt im Frühling, ist jetzt auf dem Fahrrad und dieser warme Frühlingswind, jetzt ist es ein bisschen kälter, aber gestern und vorgestern, der Flieder blüht schon alles einen Monat früher, dann kommen mir diese Fliederduftwolke entgegen und man fühlt sich beschwingt und denkt, ja, wow, und man ist in so einer Flirtlaune. Ja, was ist niemand da zum Flirten? In Potsdam gibt es ja auch verschiedene Locations, wo man hingehen kann, um Menschen zu treffen, aber es ist meistens, ist dort ein Frauenüberschuss. Gut, man kann dann nette Gespräche führen, aber also einen Kerl kennenzulernen, ist offline wirklich sehr schwierig, dass der dir über den Weg fällt. Deswegen ist diese Supermarktidee mit den pinkfarbenen Körben, finde ich, richtig genial. Ja, wird das ja übernommen von anderen Städten auch. Andererseits gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man in den Baumarkt geht oder Samstagabend einkaufen geht und guckt, was da so Männer im Korb haben. Daran sieht man, ob der ein Single ist. Wurde mir mal gesagt. Wie gesagt, nach Jahren Resümees des Alleinseins habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen den Kanal voll. Aber ich will nicht so ein Besser-als-nichts-Ding. Und das hat jetzt auch nicht damit zu tun, es hat mir irgendwann mal, wahrscheinlich war es ein Mann geschrieben, als ich über dieses Speed-Dating, oder was war denn das, ne, dieses Dating da mal so ein Video gemacht habe, steck dir dein Ego in den Arsch, dann klappt es auch mit dem Kerl. Also damit hat es überhaupt nichts zu tun, dass ich mir irgendwas sonst wohin stecke. Ich finde das ganz schön böse und gemein. Wer weiß, was jetzt heute wieder, also was da an Kommentaren wieder kommt. Wahrscheinlich sind bestimmt auch wieder einige dabei, die meinen, mir einen einschenken zu müssen. Aber gut, das ist halt so, ne? Die Menschen sind, wie sie sind. So, ihr Lieben, was machen wir jetzt mit uns Single-Frauen zwischen, keine Ahnung, ganz jung, mittelalt, älter,
Und bei uns älteren Modellen ist es insofern nicht ganz einfach, weil die Männer in unserem Alter meistens eine Jüngere wollen. Jetzt nicht alle, aber zum größten Teil ist es so. Und dann guckst du blöd in die Röhre. Und dann rennt man irgendwann rum mit so Scheuklappen und wird total schüchtern und kann vielleicht gar nicht mehr flirten oder knutschen. Ja? Also, ich kann euch nur aus Erfahrung sagen, man verlernt es nicht. Also man verlernt das Flirten nicht. Wenn dann da jemand ist, der euch gefällt, dann geht das auch mit dem Flirten von ganz alleine. Das ist ein schöner Zustand. Tja, in diesem Sinne, war das jetzt wieder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das so ist, nach jahrelangem Alleinesein. Und die Lösung habe ich nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn da irgendwas passieren sollte. Es können ja ständig Dinge passieren im Leben. Also schöne, unverhoffte Überraschungen können ja passieren. Und das ist einfach ein Video an die Menschen, die alleine sind. Natürlich können sich das auch Männer anschauen. Es gibt auch genug Single-Männer, es sind ja nicht nur Single-Frauen. Die Krux ist nur, wie finden die sich? Der Zufall macht's. Also, ich würde sagen, Handy weg, mehr offline, mit offenen Augen durch die Gegend laufen und vielleicht einfach, wenn euch jemand gefällt, ich werde es auch mal machen, einfach jemanden ansprechen. So ein bisschen üben wieder. Ich meine, was soll passieren? Gar nichts. Außer, dass der entsetzt ist und sagt, das heißt nicht entsetzt, also nee, oder auf seinen Ehering zeigt, vielleicht sollte man vorher gucken, obwohl viele Männer tragen ja auch keinen Ehering. Also, ich denke mir, man muss vielleicht doch ein bisschen mehr in die Offensive gehen und sein Glück wieder in die Hand nehmen. Also, seid ganz herzlich gegrüßt, ihr lieben Singles da draußen. Seid bitte besonders gut zu euch. Gebt die Hoffnung nicht auf. Das Leben ist schön. Und ich bin mir sicher, dass für jeden von uns noch irgendwo eine Überraschung wartet. In diesem Sinne, ciao, ciao.